Letzte Runde Warzone, ich mache jetzt mehr es als einen Kill. Jetzt los! Cut! Digga, Digga, was machst du da? Ja, ah, Digga! Ich hab doch einen gekillt, was willst du von Nein, mir? Nein, mein Handy, du hast mein Handy. Oh mein Gott, was? Herzlich willkommen bei Shooting Stars, unserem neuen Gaming-Format bei 16 Bars. Heute in der ersten Folge mit einem echten Berliner JIT, Kasimir 1441. Ich bin ein Berliner aus 1441. Fans sollen meine Lieder schreien. Digga, das sind laute Schüsse, ja. Wait. Wir spielen heute Call of Duty und damit das Ganze auch gut läuft, haben wir uns einen echten Profi ins Haus geholt. Sein Name ist Amar. Einige von euch dürfen ihn bereits kennen. Ich bin snipen. 3, 2, 1. Einer down. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guten Abend, moin moin, meine Freunde. Willst du dich vielleicht einmal vorstellen kurz? Was machst du so? Für was bist du bekannt? Ja, hauptsächlich bin ich bekannt schon damals aus der COD-Szene. Hab als Profi gespielt, war auf Weltmeisterschaften, auf Europameisterschaften. Und jetzt bin ich eher Kommentator, Caster, Moderator und mach das auch mit anderen Spielen. Ich kenne dein Gesicht daher, ja. Ich hab das mal gesehen. Mich kennt ihr wahrscheinlich eher durch die Interviews bei 16 Bars, zum Beispiel mit Kalle oder Edo. Die Regeln. Zuerst spielen Kasimir und ich eine Runde Call of Duty Mobile 1 gegen 1. Amar steht uns hier zur Seite und wird das Game kommentieren. Dabei steht einiges auf dem Spiel. Der Verlierer dieser Runde wird danach einen Elektroarmband angelegt bekommen und bei jedem eigenen Tod im nächsten Spiel einen leckeren Stromschlag kassieren. Danach spielen wir insgesamt 3 Runden Call of Duty Warzone. Um ein bisschen extra Spannung reinzubringen, treten Kasi und ich wieder in einem Kill-Battle gegeneinander an. Derjenige, der am Ende des Tages mehr Kills geholt hat, darf in der Instagram-Story des anderen für 15 Sekunden machen, was er will. Let's go! Let's go, Libby. Spielen jetzt gegeneinander, ja? Wir spielen jetzt gegeneinander. Okay, natürlich. Okay, aber ihr habt ja 2 verschiedene Waffen jetzt, ne? Einer hat Sniper, einer hat eine M4. Ich muss mir ja ein bisschen, Alter, was ist denn das? Er chillt gerade noch in den Einstellungen, das ist... Nee, das geht nicht, das geht nicht. Das ist unfair. Mach ruhig, Digga. Was ist das hier? Wow. Yes. Okay, wo bist du? Aber das Ding ist halt, er sniped die ganze Zeit und er spielt halt... Was? Ich kann jetzt nicht hier... Okay, der Junge ist im Fokus. Digga, Digga, was machst du damit? Hey, what the fuck? Hey, aber das ist gar nicht, ich hab die Map noch nicht einmal gespielt, ja. Scheiß auf die Map, hau ihn einfach weg, alles gut. Er will ihn halt unbedingt auch quickscope, ne? Das ist halt das Ding. Holy shit. Nein, du weißt. Wow, krass. Junge. Guck, wo er hinschießt. Bastard, Digga. Komm, letzter. Oh, ja. Okay. Hey, krieg ich jetzt dieses Band? Gut gespielt. Okay, das heißt, du kriegst jetzt für die erste Runde das Elektroarmband um. Oh, oh, oh. Links oder rechts? Okay, ist das schlimm? Nein, wa? Willst du einmal testen? Nein. Ja, würde ich auch nicht, wenn ich du wäre. Dann starten wir jetzt in die erste Runde Call of Duty Warzone rein. Wenn Kasimir stirbt, kriegt er einen Stromschlag. Wenn er im Gulag stirbt, kriegt er einen Stromschlag. Wenn wir dich reviven und wenn du nochmal stirbst, kriegst du auch einen Stromschlag. Und ja, let's go. Also nix. Das Einzige, was du dir merken musst, ist, du kriegst immer einen Stromschlag, egal was ist. Hast du schon Warzone-Erfahrung? Nein, doch ein bisschen. Ja, ich habe schon ein bisschen gespielt. Ein bisschen mit Grenze und mit Memo und so. Meine Jungs, wir spielen manchmal, aber jetzt nicht, dass ich viel spiele oder so gar nicht. Früher habe ich viel COD gespielt. Auch auf PlayStation, oder? Ah. Auch auf PlayStation? Ja, auf PlayStation 3. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du so damals in Schwitzer warst, so in Black Ops 2 und so. Ja, war ich schon. Ja, ja, safe. Alleine, wie du das mit der Sniper gerade hantiert hast. Er hat die ganze Zeit auch nur Quickscope. Ja, die ganze Zeit. Okay, Jungs. Gutes Spiel. Jetzt geht's los. Hey Bro, wo willst du hin? Superstore. Oha. Er will direkt wissen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich markiere mal. Okay. Du zockst ja nicht nur mit Chapo, sondern ihr macht auch Musik zusammen, ne? Ja, ja genau. Wir sind auf jeden Fall oft im Studio so. Und da wird auf uns auf jeden Fall jetzt auf euch einiges zukommen von uns beiden. Du hast ja auch schon diese Hörprobe gedroppt, auf die die Leute so mies heiß sind, ne? Kasimir 1, 4, 2, 2, kopflos. Wir machen Plus, doch dein Rechner ist kaputt. Ey, ja, 5 Mann, Knockout, ja, das ist viel raus. Sein Squad, brech ich, ja, und dein Safe aus. Ja, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, ne? Ja, voll. Der Song wird jetzt auch auf jeden Fall bald rauskommen.
Und dann erwartet euch was auf jeden Fall von Chapo und mir noch. Wie ist das, wenn ihr zusammen im Stu seid? Katastrophe. Ah, ich bin schon One-Shot. Ey, komplette Schwitzer hier in der Lobby, what? Oh Leute, das ist auch echt cool. Ich bin halt jetzt erstmal auf dem Dach. Woher kennst du Chapo eigentlich? Ich glaube, dich Jan kennengelernt auch. Ich nehme mal eine Plünderung an für uns. Mhm. Ist direkt bei dir, ne? Bei mir sind Gegner auf jeden Fall, wenn ihr rüberkommen wollt. Ja. Scheiße Shotguns. Die sind auf jeden Fall alle da unten drin. Warte, ich helfe dir. Oh, stark, stark, stark. Kasi hat schon mal einen Kill. Gefinished. Nice. Ich gehe mal ganz nach oben rauf. Okay. Unten drin waren welche. Da landet auch gerade einer aus dem Gulasch, aber das ist ein anderes Gebäude. Einer landet bei mir. Der ist One-Shot, scheiße. Oben drauf, ja? Ja, aber der ist runter von mir. Ich hab ihn so in seine F*** geschossen. Warte, ich komm, ich komm. Digga. Keine Reaktion, Digga. Ich habe einen oben. Ich brauche Hilfe oben, wenn du kommen kannst. Ja, Moment, ich bin gerade drin. Ja. Oben sind welche, Haji? Ja, ich habe hier gerade unsere Forts gezogen. Mein Kopf, der Menge. Soll ich Kasi erstmal zurückholen? Lieber? Was meinst du? Ich habe genug Geld, um Kasi mir zurückzuholen. Ja. Warte, ich markiere. Ah, warte, ich kann die gerade nicht markieren. Digga, das sind die besten Spieler, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Guck dir sein Aiming an. Bist du auch tot? Ja. Digga, dann brauche ich irgendwo einen Shop. Du müsst mich einmal hier... Ja, warte. Dann hole ich erstmal Kasi wieder, ja? Ja, geil, das ist die Aufwärmrunde. Du weißt, ne? Wäre von Vorteil, wenn du mich zuerst holen würdest, ne? Ja. Hast du schon einen Shop bekommen? Nicht den zweiten, aber okay. Ist auch schwierig gerade. Dann kommt auch gleich der dritte noch. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt gleich. Stark. Digga. Digga, du reagierst Scheiße, einfach gar nicht. Ja, es tut auch immer nur ganz kurz hier. Wo bist du? Direkt unter mir? Ich bin im Haus drin, ja. Mhm. Hier ist auch noch eine Waffe. So, und dann gucken wir mal, dass wir genug für Amar holen noch irgendwie. Wenn wir zusammenlegen, können wir Amar wiederholen. Ja. Nimm die Gasmaske mit. Stark. Vor euch, Gegner! Südosten, Südosten! Zieh zurück, Südosten! Geh weg! Noch ein bisschen zickzack, perfekt. Sehr gut. Dicker! Ja, Mann! Halt dich ja. Oh, der Menge. Jetzt hau dir Platten rein. Stark. Geht am besten, warte mal, ich guck mal für euch. Geht nach rechts, geht ganz nach rechts lang. Ah, dicker Haji. Ich komme nicht rüber, was haben die getan? Du musst zurück. Ja, genau, okay. Lauf ihn einfach ein bisschen hinterher. Schön rechts lang halten. Okay, ich lande direkt bei euch unten. Weil ich glaube, das ist alles ungelootet. Sehr gut. Stark, Jungs. Ab in den Rucksack bei euch. Ich nehme mal hier noch den Auftrag an, Jungs. Mach das. Nimm mal die Vorratskiste blau. Munition bräuchte ich auch noch. Guck mal, hier schießt jemand auf mich. Ja. Hinter uns, oder? Munition brauche ich auch. Hinter uns sind, glaube ich, Leute. Nordwesten. Droppst du mir noch Muni? Was für brauchst du? Warte, ich guck mal zu dir rüber. Mann, ich hab seinen Arsch. Lass einfach weiter durch. Fuck. Deine ist schon Klaus. Das sind die mit der Drohne gewesen, glaube ich. Ich hab halt keine Munition. Da ist einer. Nein, der Menge. Finishen die dich?
Einen habe ich von dem. Das Gas kommt, oder? Wo sind die? What? Ich wurde von hinten beschossen. Oh mein Gott, das ist so lächerlich. Das kann nicht sein. Hinter uns waren auch noch welche, ne? Ja, ach, Digga, ich sehe sie nicht mal, ne? PlayStation hat echt eine Render-Auflösung wie gar nichts. Guck dir diesen Typen an. Was macht der da bitte? Warum sitzt er da? Die Zone kommt. Es liegt wieder an dir, Haji. Ja, ich merke schon. Das aber ich habe auch keine Kisten mehr. Ich reg mich innerlich so auf, ja. Wie konnte ich so sterben? Warum war ich so offen? Ja, du musst dich immer schön verstecken. Ah, shit, Digga, ich hab gar nicht damit gerechnet. Ich hab mich voll gewundert gerade, was das ist hier. Weil die Zone kommt auch. Warte mal, ich guck mal. Junge, ich merk's. Boah, stark von dir. Hier ist ein Auto, hier ist ein Auto. Versuch genau dahin zu gehen. Wie du magst. Ich bin jetzt schon so weit. Versuch dort auf dieses Hochhaus zu gehen, links da. Links von dir, Kasi. Wo? Links. Hä? Links. Da auf dieses Haus. Yo! Ja, genau. Junge, harte Runde. Nicht Kopfgeld an. Nein! Nein! Das war's wieder komplett, oder? Was ist so schlimm an dem Kopfgeldauftrag? Oh, wir haben's geschafft. Guck, jetzt Was? Können wir dich wiederholen. Alter, chillig. 500 IQ Play. Hä? Was für ein Lack kann man haben? Warte mal, ich markiere den nächsten Job. Digga, ich hab nur Jauche. Hä, Bro, was war das denn? Okay, ey, wenn ihr jetzt schnell rüberlauft, dort wo ich markiert habe, dann schafft ihr es noch. Aber dann müsst ihr jetzt rüber. Ich bin dabei. Gib mal Cash. Also, ich glaube, ich mal das Cash wieder. Fuck. Da ist direkt der Gegner vor dir. Digga, den hast du. Der ist direkt hinter der Wand. Oh mein Gott! Digga, der Menge. Ja, soll ich machen. Okay, habt ihr Gulag? Ich hab noch Gulag. Ich hab noch Gulasch, ja. Was? Ey, wie viel hast du bekommen? 4 Stück, ne? Ja. In einer Runde. Zweimal wiederbelebt, Junge. Oh Gott. Pre-Aim, ja. Pre-Aim. Nur Pre-Aim. Okay, nur Pre-Aim. Kannst du jetzt abnehmen? Ich hätte ihn nur eh nicht gesehen, ja, kannst du abnehmen. Gut. Vorsicht, musst du umdrücken. Ey, wo ist die Chatfrage? Das 17. Aber ich habe keinen Abschuss geschafft. Ey, ich sag dir so, wie es ist. 17. ohne Kills bringt genau gar nichts. Du kannst auch Erster werden ohne Kills, das bringt auch genau gar nichts. Du musst viele Kills holen. Darum geht es doch. Wir haben jetzt eine Call of Duty bezogene Schätzfrage für Runde 2. Da tippen wir beide was in unser Handy ein. Okay. Wer näher dran ist, gibt dem anderen das Armband und darf dann die Elektroschocks verteilen. Wie viele Spiele der Call of Duty Hauptreihe gibt es? Okay. Ich bin auch fertig. Ja. Hast du aufgeschrieben? Ich sag 11. Ich sag 14, wegen Kasimir. Süß, das sind insgesamt 16. Okay, du bist näher dran, ne? Ja. Weißt du, was das bedeutet? Du hättest das Armband gar nicht abnehmen müssen, Bro. Ich hab extra 2000... Digi, ich hab extra 2003 gesagt, weil du kennst dir das ja hochrechnen. Jedes Jahr kommt ein neues Call of Duty. Scheiße, Mann! Aus der Hilfe. Kacke, Alter. Nur deswegen kann ich nicht aimen. Nur deswegen. Und mein Controller hier ist die Taste kaputt. Ne? Diese Ausreden ziehen sich auch durch immer, ne? Okay, ey, let's go. Ey, wenn ich die Fernbedienung habe, ist vorbei, sag ich. Dann ist Feierabend, Alter. Können Leute einpacken. Wann kommt eigentlich Kickdown? Was? Kickdown, wann kommt Kickdown? Kickdown kommt am 12.06. offiziell raus, also wahrscheinlich, oder? Kann man das sagen, Mamet? Ja, kann man sagen, wa? Kommt am 12.06. offiziell raus. Und genau, Features, Paschanim und Dillomann. John, mein Brudi, Dillomann, mein Herz. Genau, so ist auch schon seit vornherein klar gewesen, so die beiden auf jeden Fall, die mit mir musikalisch so am meisten zu tun hatten. Ne? Und danach auf jeden Fall eine größere Sache dann, ne?
Auf Albumbasis oder? Ja, vielleicht. Ne? Mal sehen. Mal sehen, was danach kommt. Also, ich würde es nicht Album nennen. Okay. Ich überlege ein Projekt einfach so. Aber denkst du überhaupt in Alben? Also wäre das was für dich, irgendwann mal zu sagen? Ich mag das Wort Album nicht, weil Album ist so ein großes Ding, weißt du? Ich bin so kurz im Rap-mäßig, dass ich halt für mich das Album immer so. Weißt du, was ich meine? Album ist Album. Das ist wie ein Buch schreiben. Ja. Wollen wir downtown gehen oder wohin? Achso, ich bin jetzt schon raus aus Superstore. Superstore. Abfahrt. Du hast ja auch gesagt, dass du mit deiner Musik eigentlich nichts ausdrücken willst, ne? Und doch, schon. Ich will doch Sachen ausdrücken, aber so. Drücke die Sachen für mich aus, weißt du? Guck mal, der eine sagt zum Beispiel, ich schreie nur rum, ich habe inhaltslose Scheiße. Der andere feiert meine Rap-Texte so. Mhm. Der andere mag es, dass ich rumschreie, weißt du? Ich will, dass die Leute sich in irgendwas bewegt fühlen, sogar wenn sie sich bewegt fühlen, den Scheiß auszumachen, so, weißt du? Aber es geht mir weniger darum, irgendwie den Leuten was mitzugeben, was die unbedingt besser machen sollten oder so, sondern vielleicht auch das, was ich kacke finde oder was ich falsch gemacht habe, so vielleicht die Leute können sich identifizieren. Stehe, es geht bei dir gefühlt auch eher immer so um den Vibe, den man hat, wenn man die Musik hört, ne? Ja, kann man so sagen. Also es geht immer um, es sind ja immer relativ aggressive Sachen, obwohl ich jetzt auch viel so, ja, wie sagt man, ja, doch so ein bisschen liebevoller, ja, weißt du, mit bisschen nicht singen, aber auch andere Stimmen probieren und so. Über was haben wir geredet? über Album. Ah ja, stimmt. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Album kommt auf jeden Fall auch bestimmt irgendwann, aber ist gerade noch zu groß gesagt. Ja. Aber du versuchst dich ja auch wirklich aus. Man kennt ja meistens bei dir nur diese krasse Schreistimme, sag ich mal, aber du machst ja auch so Autotune-Passagen manchmal, ne? Teilweise, genau. Ist dir das sehr wichtig, dass du dich so ausleben kannst oder so? Oder hast du auch Angst, dass Leute sagen, ah, nee, das ist nicht der Kasimir-Style, den ich feiere? Ist mir egal. Ist dir egal? Ja, klar. Weil ich mach das ja, weißt du? Ja. So, wenn er es anders machen würde, er soll es besser anders machen. Weil also, ich sehe darin, es kein. Kein großes Ding. Was aber ein großes Ding wäre, wenn wir mal zusammen wieder rumlaufen würden. Wir sind alle woanders. Ja, komm, Alter. So eine Squad. Und wir haben alle schon dick Cash. Ah. Ich weiß, damals hatte ich gar nichts. Dünne Jacke, kalte Tage. Oder? Gerade haben wir dick Cash. 2600. Wow, ihr habt 6.700. Leg mal was. Ja, während ihr geredet habt, habe ich mal ein bisschen hier gesammelt für uns. Besser ist es, wa? Okay, lass mal, ich habe hier nämlich Gegner gesehen, vielleicht können wir die direkt wegrushen. Soll ich die Drohne einschalten oder nicht? Nee, noch nicht. Okay. Erst gleich. Oh, warte doch, jetzt mach an. Vor uns Gegner, auf dem Haus. Hier. Ah, ich treffe ihn nicht, Alter, er snipet mich direkt. Habt ihr Nades oder so? Nee, habt ihr nicht. Ja, er ist tot, oder? Er ist ein Flizzy, man. Ich hab ihn genadet. Ich werfe eine Blendgranate. Junge, Junge, Junge. Hab einen K.O. oben auf Dach. Wo ist er? Tot. Stark. Oben drauf, Osten. Oben drauf. Da. Ich hab einen Headshot bekommen. Könnt ihr mich wiederbeleben? Ich lieg da. Ah, der ist bei mir. Der Jigs. Stabil. Ich denk dran, wenn ich das nächste Mal einen Schlag gebe. Ja, besser ist es. Dankeschön. Ich hab einen, ich brauch Hilfe. Ich muss mir kurz Platten reinmachen, dann bin ich da. Nein, ich hab mich ge. Ja, ich war ein Rauchgranate. Ich bin tot. Ich hab den. Oh mein Gott, ich hab das ganze Team. Schade, Bro. Egal, holst du mich schnell wieder? Komm, gib den Schock. Digga, das tut weh mittlerweile, ja? Ich hab da so viele Dinger bekommen. Okay, so suchen wir den Shop einmal. Obwohl, vielleicht gewinnt sie auf Skulak.
Er hat mich Geld. Ja. Komm mit dem Geld. Muss schneller sein. Ja. Oh mein Gott. Geh am besten immer in Sicherheit, wenn du was droppen willst. Ja, mach es. Da liegen 2K. Du bist immer ziemlich geizig, ne? Du bist immer so richtig genau, was du da hinlegen willst. Ich muss kurz gegenrechnen, ja? Naja. Wenn du wieder stirbst, dann brauche ich ja mein Geld. Ey, mach jetzt bitte hier. Ach so, du bist ja schon wieder. Ja, danke schön. Zwei Leute da drin. Einer ist absolut One-Shot von denen. Da oben drinne. Hitmarker. Guck mal. Einer ist am Fenster, einer ist auf dem Dach. Wollen wir die zusammen pushen? Ja. Kommt rein. Ich hab einen noch, komm. Der will ihn heilen gerade. Okay. Der hat ihn geheilt. Sind die oben drauf? Ja. Ich hab einen, ich bin One-Shot. Einer ist noch irgendwo hier. Wo, ja? Wo ist er? Hinter dir. Sind die unten? Oder oben? Mich genapst, ja. Leute. Hatschi, mach mal jetzt hier dein Ding einmal. Warte kurz. Ah, du dich. Oh, diese Scheiße tut weh, immer gleiche Stelle. Ja, ich kriege da Pickel oder so. Man weiß ja, wie Diloman dich entdeckt hat. Magst du mal die Geschichte aus deiner Perspektive erzählen, wie das gekommen ist, dass du bei BEK gesigned bist? Ja, so, Dicker. Auf jeden Fall durch Studio und so, ne? Ich war mit einem früheren Kumpel damals, jetzt Bekannten so. Mhm. Und der hat mich dann auch manchmal ins Studio geholt und so. Dadurch dann Dillo kennengelernt. Und dann auf einmal direkt so, ohne dass ich viel von Dillos Musik wusste, war so, okay, Chuck, man versteht sich Beste und so. Man hat viel gelacht, viel gemacht, auch zusammen so, erlebt und so. Und mittlerweile war dann so, also dann war mit der Zeit war direkt so klar, okay, das passt Hand in Hand, weißt du. Mhm. Und jetzt auch so ist mein Team einfach so, seitdem ich da bin, ist so das alles ist gemacht und so direkt, weißt du. Voll viele von den Newcomern sind ja so, dass sie bei Major-Labels oder Sub-Labels von denen signen. War das für dich keine Option, zu irgendwie einem richtig großen Label zu gehen? Nee, auf keinen Fall. Warum nicht? Weil ich den Leuten nicht vertraue. Was vertraust du denen genau nicht? Also, ich hab mein Team, weißt du? Mhm. Reicht. Weißt du, was ich meine? Reicht. Brauch ich keinen. Mhm. Ey! Okay, langsam könnt ihr mich vielleicht doch wiederholen. Ja. Hinter mir. Bro. Dicker. Hast du noch Gulag? Ja. Ich wurde wiedergeboren, einfach so. Ich kann so kotzen in meinem Gesicht. Ja, also, du musst es jetzt trotzdem nehmen, ne? Guck mal, doch schon mal. Du hast gar kein Geld. Nicht. Was willst du denn von Twitter? Ich? Ja. Benutzt Twitter aktiv? Ja, okay. Farid Bang meinte, Regel Nummer 3, echte Gangster haben kein Twitter. Ja, irgendwie so, ne? Facts einfach, Dicker. Kann man, glaube ich, nur zustimmen. Aber ich halt, also, Carla hat ja auch Twitter und so, weißt du, ich sag mir jetzt auch nicht so, yo, ist uncool oder so. Sollen die alle machen, wie sie wollen, Digga, ist doch nicht mein Business, weißt du? Ich glaube, am Ende des Tages kommt so. Halt auch drauf am an. Am Ende des wie Tages haben Leute benutzt, auch TikTok so. Und, weißt du, und benutzen es aktiv und ich sag auch so, mach doch euer Ding, Digga. Weißt du? Deine du Musik ja so, geht auch mies Songs ab auf immer, TikTok, ne? Ja, meine Songs sind immer noch auf TikTok, weißt du? Ich kann auch sagen, ich nehme die runter, aber ich gönne den Leuten, wenn die dazu Videos machen wollen, wie die tanzen, mach ein Video. Mach zwei Videos sogar. Weißt du? Das ist doch so. Selbstverständlich.
Aber heißt ja nicht, dass ich das dann mache oder so, weißt ja, du? Ja, Mann. Oh. Ich hab Verständnis dafür. Ohne Gasmaske, nee, mit Gasmaske bist du so 20 Sekunden oder so, oder 15 Sekunden. Die hält halt ein bisschen was aus. Mein Leben. Ja, schade. Guck mal. So, dann kannst du nämlich, dann hab ich das Band zurecht abgezogen. Aber Platz 13. Na, er hat nicht in dich beliebt, aber es ist. Ja, ich hab's gemerkt. Gib mir noch eine Runde, komm. Okay, ja, letzte Runde jetzt auch. Wir fangen wieder mit einer Schätzfrage an. Es gibt Schätzfrage. Okay. Neue Verteilung vom Armband. Wie hoch ist der Trio-Kill-Rekord in einer Runde Warzone? Dicker, warum willst du ihn? Nein, ey, jetzt hör auf. Hör auf, sei fair. Ich bin fair. Mehr oder weniger. Aber er, viel, viel mehr. Ja, alle drei zusammen, wie viele Kills sie zusammen? Alle drei zusammen? Ah, Dicker, sag das doch. Ja, okay, hier. Ja, gib ihm. Ich hab 130. Wie viel hast du? Ja, ich hab... Ey, wow. Hä? Ich hab 96. Ja, gar nicht so verkehrt. Ich hatte davor 89, chill mal. Es sind 93. Ja, komm mal hier. Ich schwöre, die böse Schiebung. Ich bin extra sogar noch mal richtig viel weggegangen. Ich wollte jetzt eigentlich nur einen drunter gehen, Dicker. Machst du mir das um, bitte? Hä? Ja, mach ich. Aber er hätte am Anfang echt irgendwie 10 oder so da stehen. Das kann ich nicht zulassen. Hier oben rechts musst du drücken. Okay. Und wenn du gedrückt hältst, bleibt der Stromschock. Wenn du kurz drückst, kommt er kurz. Okay. Ey, gestern, ja, Ah, Junge! Ich schwöre, hör auf jetzt! Ja, hör auf jetzt! Komm, er hatte drei hat er mir schon gegeben, Junge. Ja, chill, alles gut. Okay. Dann geht jetzt los jetzt. Letzte Runde Warzone. Ich mache jetzt mehr als einen. Geht jetzt erst los! Cut! Boah, ey, wenn das jetzt schon losgeht, Digga, dann hast du im Spiel keinen Spaß haben, Alter. Nee. Auf dem Dach? Oh, da ist schon einer. Ja, scheiß drauf! Was? Hol ihn dir! Ja! Du bist der Beste! Nicht. Gut. War auch schon One-Shot, ne? Aber. Ups. Ja, gut gemacht, Dicker. Ah, Dicker! Ich hab doch einen gekillt! Was willst du von Nein, mir? Mein Handy! Du hast mein Handy gefickt! Oh mein Gott, was? Du hast mein Handy gefickt. Egal, ey, du hast mal aufwischen, schnell. Rumos. Cut! Wir müssen noch so machen. Ey, Jungs, tut mir leid. Hadji hat mich geschlagen, Alter. Mein Handy ist runtergefallen. Es tut mir leid. Kein Problem, dann machen wir Cut. Ich komm mit euch einfach. Ja, ich bin jetzt auch schon. Mega dein. Ja. Über uns. Ah, nein, der ist doch. Der ist One-Shot. Ey, holt ihr mich? Warte, ich versuch die erstmal zu pushen. Hadji, versuchst du ihn zu holen? Ich bin tot. Okay, Digga. Ja, den. Ja. Machen wir später. Aber nicht im Gulag, bitte. Was? Nicht im Gulag. Bitte nicht im Gulag. Ich hol dich jetzt. Ja, bitte. Komm her. Ich danke dir. Er holt auch sein Teammate. Ja, die sind hier direkt vor mir. Wo, ja? Hey. Da drinne. Scheiße. Ich bin tot. Also wenn ihr mich beweisen könnt, gerne. Oh, fuck, Alter. Ich hab den noch geholt. Ich hab nichts zu meinen, ne? Was, du bist schon doppelt down? Ja, ja. Hast du schon doppelt Shot bekommen? Nein, noch nicht. Sehr gut, Kasi. Hast du gerade jemanden geholt? Er hat jemanden geholt. Chillig. Warte, ich drop dir Platten. Komm her. Gegner sind hier noch vor der Tür. Oh, bei fuck. Mir? Ja, Digga, ich musste. Weißt du, was du da machen kannst? Hä? Gib mal Stromschlag jetzt. Ah! Ja, okay. Zählt er für zwei? Was? Zwei? Ja, waren zwei, oder? Okay, ja, waren zwei. Also ein Drittel hab ich noch, wa? Dankeschön, Amar.
Ey, wenn ich im Gulag jemanden töte, mache ich dann einen Kill? Ja. Echt stark. Hol ihn dir, Kasi. Nein, die Tochter, ja. Mit welchen Produzenten arbeitest du gern zusammen? Best Beats auf jeden Fall, Jane Beats, so, du weißt auch Timothy und so, die Jungs davon, die auch die Kalle und so Sachen gemacht haben. Safe. Sonst, ja, Dicker, mit vielen, Angel Central, mit dem habe ich auch auf jeden Fall viel gemacht, mit Rauch, produced bei Rauch. Melchor, eine Gruppe von mir, mit dem habe ich auch sehr, sehr viel gemacht, so damals. Und sind viele Jungs mittlerweile geworden, aber halt immer die gleichen. Das hat sich nicht viel geändert. Sehr gut. Ja, Syntax hat sich auch so ein paar Sachen, der kommt aus Wien, aber sonst niemand mehr. Ja. Ich bin ja, übrigens so. Tot. Hm? Ich bin übrigens tot. Ja? Sorry, okay. Armer. Armer! What? Ich war so One-Shot. Schade. Hast du noch Gulag? Ich hab noch Gulasch, ja. Oh shit. Sehr gut. Du hast ja auch auf Kickdown diese Zeile am Anfang mit diesem, Digga, ich bin 18, sieht mittlerweile aus wie 16. Und ja, auf 300 hattest du den gleichen mit 15, ne? Mhm. Warum hast du das gemacht? Ach so. Das war einfach so im Vibe. Ich hab das einfach so gesagt. Jetzt schlafe manchmal dumme Scheiße, bevor ich aufnehme. Und dann habe ich das einfach so gesprochen. Und bei Kickdown war noch, da war schon 300 lange draußen. Ich habe es einfach so aus Jux gesagt. Hm. Das drin geblieben, schon noch 19 ist. Ich bin noch gar nicht 18. Deswegen, weißt du, aber... Aber warst du bei 300 noch 18? Ich war bei 300 noch 18 und ich war bei Kickdown, als ich den aufgenommen habe, auch noch lange 18. Der ist schon 5 Monate oder 4, 5, 6 Monate alt. Ist so. Krass. Ich glaube, der ist noch von 2019 sogar. Wie kommt es, dass der erst jetzt, sag ich mal, rausgekommen ist? Ich habe zu viele Songs gemacht, sodass ich nicht mehr... Wirklich, weißt du, ich habe bestimmt 40, 50 Songs, die nicht rauskommen. Wonach entscheidest du das? Ich weiß nicht so. Ich bin immer so unschlüssig, weißt du, und dann dauert es immer so lange, ehe ein Tape kommt und auf einmal sind 20 neue Songs, ne? Und dementsprechend landen dann immer viele so auf dem Friedhof, was das angeht, kommen da nicht raus. Oder werden geleakt? Oder teilweise geleakt, ja, passiert auch manchmal. Genau. Was sind so deine US-Tipps? Also, was hörst du gerne? Rico Cartel ist krass, Hot Boy ist stark, Spot and Golem ist hart, Project Youngin, Crazy auch, Glock 9 sowieso, Rugrat und die. Das sind die größten Idioten, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Nur Florida Rapper. Verstehe. Ja, du bist draufgegangen, hast du gerade gesehen? Ja, ja. Das war eine Runde 3. Kasi hat 2 Kills, ich habe einen, Amad 5. Alter, du Hund! Ich mach den Scheiß jetzt ab. Okay. Guck mal bitte. Ja, oh, nee. Das ist gut, gefällt mir. Komm. Na gut. Andere Seite jetzt. Nee, das war's jetzt für heute. Und ich darf dir ganz herzlich zum Sieg gratulieren. 3 Runden gewonnen. Tatsache. Völlig klar, außer Mobile. Nee, wir haben nicht noch eine Bestrafung, / Belohnung. Das heißt, du kannst jetzt dir 15 Sekunden Storytime bei 16 Bars holen und kannst jetzt quasi mal kurz überlegen, was du machen willst. Ja, habt ihr einen Fußball? Komm, Alter, ich geb dir Arschputte. Das ist auch gut. Ja. Yeah. Oh.